Hallo zusammen, hier ist Miriam Rakca und ich möchte heute über die Topinambur-Knolle sprechen. Und zwar ist das so eine Art Wunderknolle für den Darm. Ich zeige es mal in die Kamera. So schaut die aus. Und heute geht es mir darum, einfach zu zeigen, okay, dass wir kennenlernt, was so die Topinambur-Knolle überhaupt ist, was sie so kann. Leider kann ich euch kein Stückchen geben zum Kosten. Das müsst ihr dann mal selber ausprobieren. Aber einfach, dass ihr einen Überblick bekommt. Die Topinambur-Knolle so kommt von der Gattung der Sonnenblumen. Sieht auch so ähnlich aus, hat gelbe Blüten. Und wer einen Garten hat, kann auch die Topinambur-Pflanze anbauen. Die verbreitet sich sehr, sehr schnell im Garten. Einige hassen sie, also weil sie wirklich sich unglaublich vermehrt. Das heißt, ihr könnt perfekt euch selbst versorgen damit, wenn ihr einen Garten habt. Aber im Grunde genommen ist diese Knolle eine Art Wurzel im Erdreich, ähnlich wie eine Wurzel wie Ginseng, die eben die ganzen Mineralien aus der Erde zieht und eben in der Knolle vereint. Das heißt, diese Knolle ist reich an Calcium, Magnesium, also viele Mineralstoffe, aber gerade Kalium auch, viele Spurenelemente wie Selen, Zink, also sehr, sehr wertvoll, B-Vitamine, Vitamin C in roher Form, also sobald ihr die erhitzt, wird Vitamin C zerstört. Und ja, woher kommt die Topinambur-Knolle? Die kommt von den Indianern. Das ist ein altes, sage ich jetzt mal, eine alte Pflanze oder Kulturgemüse, wurde schon lange dort verzehrt und in Kriegszeiten damals hat man das ähnlich auch wie eine Kartoffel gegessen. Das war sozusagen das Lebensmittel der Armen. Heutzutage sollte sie meiner Meinung nach wieder vermehrt auf den Tisch kommen. Viele kennen sie gar nicht, wissen gar nicht, wie sie aussieht und ja, was die Topinambur-Knolle überhaupt so kann. Warum sie jetzt gerade gut ist für den Darm, das möchte ich gerade kurz erklären. Also die Topinambur-Knolle enthält ca. 16% Inulin. Inulin, das ist ein Ballaststoff, das sozusagen den Körper oder den Dünndarm passiert. Also komplett, es wird nicht abgebaut. Das heißt, die Insulinproduktion wird nicht angeregt, also perfekt für Diabetiker. Und es passiert dann eben in den Dickdarm. Im Dickdarm wird es erst dort aufgeschlossen. Und genau diese Mikroorganismen, die gut sind für euch im Darm, also man unterscheidet zwischen guten Mikroorganismen, sage ich jetzt mal nicht guten, also schlechten und neutralen, und gerade die guten werden damit genährt. Die Topinambur-Knolle ist eigentlich ein, sage ich mal, Diätmittel. Also man sagt, wenn man 1 Kilo pro Tag isst, dann kann man gar nicht zunehmen, also man nimmt automatisch ab. Also 10 bis 15 Gramm pro Tag helfen auch schon, aber 1 Kilo ist wohl einiges. Ansonsten zeige ich euch mal, wie man gerade die Topinambur-Knolle essen kann. Also man schneidet sie jetzt hier auf. Ihr seht hier die Knolle. Sie sieht weiß aus und riecht etwas wurzelig, erdig. Der Geschmack ist schon, sage ich jetzt mal, dominant. Man kann die Knolle in roher Form in den Salat packen. Man kann die Knolle mitkochen als Suppe. Man kann es in einen Shake, in den Smoothie integrieren. Also ganz, ganz vielseitig einsetzbar, und es gibt auch am Markt Sirup, Topinambur-Sirup, und eben auch hier solche Pulver. Das Pulver kann man auch sehr schön zum Süßen nehmen, ist wirklich eine sehr, sehr gesunde Süße, ein präbiotisches Mittel, das eben genau die guten Mikroorganismen füttert, und das ist eigentlich so das Geheimnis der Topinambur-Knolle, dieses Inulin, was da drin steckt. Und also probiert einfach mal Topinambur-Knollen aus. Ihr könnt es hier, also ich habe es im Bio-Lebensmittelmarkt gefunden, gibt es vielleicht auch im konventionellen. Ich würde immer persönlich Bio-Qualität bevorzugen, da keine toxischen Stoffe enthalten sind.
Und ja, probiert einfach aus, mit der Topinambur-Knolle mal zu arbeiten, sie zu integrieren. Passt auf, also am Anfang kann es schon sein, dass ihr verstärkt Blähung bekommt, aber das legt sich. Das ist erstmal ein Umstellen sozusagen des Organismus, des eigenen Körpers auf dieses neue Lebensmittel. Und haltet durch, also nach ein paar Tagen wird das dann auch verschwinden. Also viel Spaß mit der Topinambur-Knolle.